Til Schweiger, braungebrannt auf Mallorca. Der Schauspieler und Regisseur soll auf der Insel aber keinen Urlaub machen, sondern sich nach den aktuellen Enthüllungen hierhin zurückgezogen haben. Die schweren Vorwürfe über Machtmissbrauch an Filmsets haben in der ganzen Branche hohe Wellen geschlagen. Mittendrin auch Schauspielerin Nora Tschirner. Jetzt muss ich mich zu meiner Person äußern, das wollte ich eigentlich ehrlich gesagt vermeiden. Was war passiert? In einem Spiegelartikel berichteten rund 50 Filmschaffende von einem Klima der Angst und schlechten Arbeitsbedingungen an mehreren Filmsets von Til Schweiger. Er soll oft stark alkoholisiert gewesen sein, soll Arbeitszeiten nicht eingehalten haben, bis Crewmitglieder körperlich und psychisch am Ende gewesen seien und sich Unfälle am Set gehäuft hätten. Die Hauptdarstellerin aus Schweigers Film Kein Ohrhasen, Nora Tschirner, kritisiert auf Instagram das Wegschauen von Verantwortlichen am Set, wie der Produktionsfirmen. Im Falle von Schweigers letztem Film Manta Manta, zweiter Teil, war das die Filmproduktion Konstantin. Der Chef der Firma, Martin Moskowitsch, sagt jetzt, Tschirner sei in all den Jahren nie zu mir gekommen und hat gesagt, die Zustände bei der Konstantin-Film sind so untragbar, dass ich hier nicht mehr arbeiten will. Nora Tschirner will diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen und postet eine WhatsApp-Nachricht, die sie an Verantwortliche geschrieben hat. Jetzt drehe ich gerade aktuell mit der Konstantin und habe nach dem ersten Drehtag eine sehr umfassende Nachricht an die Produzenten geschrieben und mich dort sehr kritisch geäußert. Darin spricht sie die zu hohen Arbeitsstunden am Set an, da ab einer bestimmten Stundenzahl kein Mensch mehr Qualität abliefern kann, egal welche Abteilung und welches Gewerk, von Mental Health komplett zu schweigen. Jetzt äußert sich der Bundesverband Regie zur Produktionsfirma Konstantin Film, speziell zum Dreh von Manta Manta 2. Die Firma habe die mutmaßlichen Schikanen von Regisseur Til Schweiger am Set nicht nur gedeckt, sondern sogar befördert. Durch ein toxisches System und für einen mit mehr als 6 Millionen geförderten Erfolg, den Moskowitsch selbst als Produzent mit Til Schweiger noch vor 2 Wochen ausgiebig gefeiert hat. Til Schweiger hat sich zu den Vorwürfen immer noch nicht persönlich geäußert. Ilka, wir haben letzte Woche schon über dieses Thema berichtet. Weißt du inzwischen, wie es Til Schweiger geht und wer ihn aktuell unterstützt? Wie es Til Schweiger geht, das kann man nur mutmaßen. Wir haben gerade in der Matz die Bilder von Mallorca gesehen, wo er sich ja auch immer noch aufhält. Ich habe heute mit einer engen Kontaktperson von ihm telefoniert. Und ich sage jetzt extra nicht er oder sie. Und diese Kontaktperson sagt selbst, was dort passiert ist, passiert sein soll, ist unentschuldbar. Und er würde sich wahnsinnige Sorgen machen. Denn inzwischen, da musste einfach natürlich ganz klar eine Handlung passieren, umdenken. Und er hofft sehr, dass Til Schweiger, also dass sich alles noch zum Guten dreht, dass es wie so eine Art Wake-up-Call ist, dass er wirklich jetzt zur Besinnung kommt. Und das fand ich schon ganz interessant, dass eben auch so das enge Umfeld sich natürlich seine Gedanken macht. Weil es ist natürlich gerade das Thema in Deutschland, was in der Filmbranche da passiert und was da losgetreten worden ist. Absolut. Jenny, du kennst Til Schweiger schon sehr lange. Lange, lange, lange. Als welchen Menschen hast du ihn damals kennengelernt? Und wie erklärst du dir sein Verhalten zuletzt am Set? Also ich habe Til immer als sehr kollegialen, wirklich tollen Kollegen kennengelernt und später auch mit ihm gearbeitet, als er schon Regie geführt hat. Und Til war immer jemand, der, oder ist immer jemand, der auch seine Meinung sagt und der auch gerne feiert und. Aber der hat natürlich auch eine irrsinnige Karriere hingelegt, machen wir uns mal nichts vor. Ist jemand, der immer abgeliefert hat. Einer der ganz wenigen, der Millionen ins Kino zieht, Millionen an Zuschauern. Das sind, da gibt es nicht viele. Da gibt es einen Elias Mbarek, es gibt einen Bully Herbeck und dann fällt mir schon ehrlich gesagt keiner mehr ein. Der, aber hat er sich verändert mit den Jahren? Was das macht so? Natürlich was mit dir. Also wenn du... Was, der Alkohol oder was? Moment. Ja. Beides. Beides, im Zweifelsfall beides. Mhm. Also es macht was mit dir, wenn du sehr erfolgreich bist. Til ist aber auch nicht nur sehr erfolgreich, er ist immer bei den Kritikern irgendwie nicht so ganz gut angekommen. Stimmt. Ja, also der hat immer dieses, eigentlich diesen Riesenerfolg auf der einen Seite
Und immer diese kritischen Stimmen, die sagen, oh Gott, der nuschelt so und der kann doch eigentlich nichts. Und wirklich, also das ist ja so, steht so völlig wie in einer Parallelwelt. Und ich glaube, dass auch das etwas mit dir macht. Du musst dich immer wieder beweisen. Und eins muss ich jetzt aber auch mal sagen, Till ist jetzt als Alkoholiker erklärt worden, mehr oder weniger. Ja? Wieso also, meinst du das? Naja, weil also es sind ja eigentlich quasi zwei Geschichten. Wir reden einmal um die Filmbranche an sich, ja, um die Arbeitsverhältnisse und was da so los ist, was für eine Hierarchie das ist, was für ein Druck da herrscht und was es da wirklich auch an unverhältnismäßigen Arbeitszeiten und gibt. Und auf der anderen Seite ist da die Person Till Schweiger, die so stark angegriffen wird und wo man eine Reaktion erwartet. Und ich muss wirklich sagen, ich war auch in der Situation, aus einer anderen Sicht allerdings, in einer anderen Position auch. Weil ich du warst alkoholabhängig. Und ich war vor allen Dingen in der Sendung, wo ich einfach betrunken war. Und ich muss sagen, wirklich rückblickend würde ich mich nicht mehr so dazu äußern, wie ich es damals getan habe. Mir wurde natürlich auch so aufoktroyiert, du musst dich jetzt erklären, du musst quasi die Hosen runterlassen, du musst dich entschuldigen, du musst sagen, ich schäme mich so und. Ich habe mich auch geschämt. Aber es hängt dir natürlich auch ein Leben lang nach, weil eine ganze Nation guckt dir quasi ins Glas. Und jetzt gucken alle Till Schweiger ins Glas. Und egal, was er macht, er ist wirklich gerade mit dem Rücken zur Wand. Hm? Was rätst du ihm? Ich persönlich würde ihm raten, erstmal jetzt wirklich mich zu sammeln und zu gucken, also nicht zu sehr, zu schnell rauszuschießen, was, also so wie ich es damals gemacht habe. Das war viel zu früh. Ich hatte gar nicht irgendwie die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, mich zu sortieren und erstmal zu gucken, okay, möchte ich eigentlich so öffentlich damit auch umgehen? Das kann ich nicht eigentlich auch nur sagen, okay, war ein sehr unprofessioneller Auftritt. Und das war blöd, ich entschuldige mich und jetzt ziehe ich mich erstmal zurück. Das wäre auch ein gesunder Weg gewesen. Und bei Till ist es wirklich, glaube ich, auch so, er sollte sich privat auf jeden Fall entschuldigen bei denen, mit denen er irgendwie bei den Menschen, mit denen er nicht gut umgegangen ist. Mit denen er, und das ist ja nun mal so, dass dieser Vorfall auch von der Konstantin jetzt mittlerweile bestätigt worden ist. Genau, das will ich mal ganz kurz einhaken. Der Konstantin-Chef hat sich am Wochenende zu den Vorwürfen geäußert, hat trotzdem, wie wir gerade auch im Film gesehen haben, sehr viel Kritik bekommen. Gestern forderte auch die ARD-Tochter Degeto ihre Mitarbeiter auf, solche Fälle zu melden. Was glaubst du, Ilka, wird es jetzt eine Zäsur geben oder wird sich grundsätzlich alles ändern? Was hast du für ein Gefühl in der Branche? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Anfang. Nora Tschirner hat das ja angestoßen mit ihrem Instagram-Post, wo sie nicht Till Schweiger angeprangert hat, sondern eben die Filmbranche. Aber es kamen nicht so viele, die ihr gefolgt sind. Ne? Nee, und da steckt eben Angst dahinter. Und es ist gut, dass es jetzt eine Bewegung gibt und dass natürlich auch der Konstantin-Chef sagt, da ist also Till hat nicht richtig gehandelt und da gab es beim zweiten Teil natürlich bei den Dreharbeiten ganz klar Probleme. Dann hieß es in wieder der Tat, Moment. Es ist wirklich wichtig, dass er das jetzt auch wirklich mal gesagt hat. Ne? Genau, das war einfach. Er muss Stellung nehmen natürlich als Chef von der Konstantin, aber dann ging es immer so weiter, weil auf einmal ist der in die Kritik gekommen, weil es hieß, Moment mal, das hängt doch alles zusammen. Auf einmal sagt die ARD Degeto, ihr seid ja schuld, ihr hängt damit drin, ihr habt das ja noch gefördert oder gedeckelt. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, es ist ganz toll, dass es einen Anfang gibt, aber es ist noch ein ganz langer Weg. Also das geht ja nicht von heute auf morgen, so eine Veränderung. Das ist ja ein Riesensystem und da müssen sich noch mal viel mehr Menschen aufstellen, damit sich wirklich was bewegt. Aber es fängt ja langsam an. Danny, was das hast stimmt du? An der Stelle, aber es ist natürlich die Branche auch an sich. Es ist eine Hierarchie. Ein Filmset ist nun mal wie ein bisschen, also wenn es gut läuft, Klassenfahrt für Erwachsene. Man hängt 24 Stunden. Aber dann beschreib, was hast du damals für Machtmissbrauch erlebt? Ach, ich hatte zum Beispiel mal ein ganz herrliches Casting bei Dieter Wedel. Das werde ich mal ganz Leben nicht vergessen. Also es war wirklich ganz großes Kino. Wie lief das ab? In einem sehr kleinen Raum, er mit seiner berühmten verspiegelten Sonnenbrille. Ich sollte die Rollen ansprechen. Er wollte mich mal spielen sehen. Eigentlich wurden die jungen Männer gecastet. Also kleiner Raum, sein Pudel daneben, er Sonnenbrille. Ich spreche einen Satz, mein damaliger Filmpartner sozusagen sagt auch drei Wörter, wurde sofort unterbrochen. Und so ging das die ganze Zeit. Herr Wedel hat den fertig gemacht. Ich glaube, ich hätte nie wieder als Schauspieler gearbeitet danach. Ich bin danach dann
mich hat er natürlich dann immer gelobt. Das ist ja so ein Spiel zu zeigen, so, du bist ganz scheiße und du machst das toll. Ne? Das ist ja auch so ein, ich zeig dir mal hier, wie der Hase läuft. Danach bin ich nach Hause, eine gute Stunde später hatte ich Herrn Werther am Telefon. Ich gehe gleich in die Sauna. Was fällt Ihnen dazu ein? Ich habe dann nur gefragt, ob der Hund auch dabei ist. Und dann musste ich sehr lachen. Und ich habe natürlich niemals mit Dieter Wedel gedreht. Das sind auch so Situationen, wo man echt denkt, wo bin ich denn hier? Ja. Aber du bist in der Branche natürlich, gerade wenn du jung bist, auch wahnsinnig austauschbar. Du bist, wenn du diesen Beruf wählst, musst du diszipliniert sein. Du musst wirklich hart dafür arbeiten. Du musst auch dir ein dickes Fell zu legen. Auf der anderen Seite sollst du aber auch sensible, schöne Rollen spielen können. Und dieses mal anschreien am Set und so weiter, das kommt auch immer mal wieder vor. Das ist einfach so, ist wie eine große, große Familie, theoretisch. Aber auch in anderen Branchen kommt es vor.